Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich mache eine Leistungsdiagnostik auf dem Rad. Darauf habe ich mich sehr gefreut, wollte ich schon ganz lange machen. Ich habe die Möglichkeit, das hier in Köln bei Pro Athletes zu machen. Das freut mich sehr. Ich bin gespannt, was es gibt. Bin auf jeden Fall aufgeregt, denn ich glaube, da werde ich jetzt sehr an mein Limit kommen. Wir gehen direkt mal rein und schauen, was es gibt. Let's go. You ain't ready for the F. She ain't ready for the F. He be riding on the wedge. I ain't got a lot to say. Mine's heavy, give me space. Sehr gut. Okay, Leistungsdiagnostik, Rad, was kommt jetzt auf mich zu? Ja, zuerst gucken wir uns dich ein bisschen an. Also, wir wiegen dich, wir messen dein Körperfett, dafür zwick ich dich an ein paar Stellen. Ja. Alle Parteien, das ist eigentlich ganz nett, um sich direkt am Anfang ein bisschen näher zu kommen. Mhm. Genau, nee, da machen wir drei Tests auf dem Rad. Mhm. Erster Test ist, um uns deine Fettverbrennung ein bisschen anzugucken. Das heißt, wir machen einen Stufentest im suboptimalen Bereich. Also es geht super locker los. Wir fangen bei dir bei 95 Watt an, alle 5 Minuten 35 Watt steigern, solange bis wir keine Fettverbrennung mehr sehen. Und dann reicht es für den ersten Test. Also die letzte Stufe wird vielleicht ein bisschen anstrengend, aber sollte nicht allzu schlimm werden. Zweiter Test gucken wir uns dann die maximale Sauerstoffaufnahme an. Das ist V2 Max. Das ist die V2 Max, ja. Genau. Problem an der ist, wir müssen dich maximal ausbelasten, um sie messen zu können. Ja. Das heißt, wir gucken, dass wir dich sehr schnell an die Ausbelastung bringen. Wir fangen auch wieder locker an, aber es geht alle 30 Sekunden 25 Watt nach oben. Mhm. So lange. Bis du die Pedale nicht mehr rumkriegst, genau. Und dann gucken wir uns noch im Senkentest deine Schwelle ganz genau an. Mhm. Senkentest deshalb, weil wir nach dem Ausbelastungstest sehr viel Laktat haben, das baust du dann unterhalb deiner Schwelle ab. Mhm. Und wir steigern alle 90 Sekunden um 10 Watt. Das heißt, wir können relativ kleinschrittig gucken, wie dein Laktat sinkt und irgendwann einen Punkt erreicht, wo es eben nicht mehr sinkt und dann wieder ansteigt. Ja. Genau. Und dann habe ich alles, was wir wissen, um es in deiner Leistung wieder auseinanderzunehmen. Ja. Und so eine Leistungsdiagnostik, für wen ist das interessant? Also ist das eher ein Profi-Ding oder auch für Amateur-Athleten interessant? Ja, eigentlich, also so. Bei uns jetzt hier im Rad- und Laufbereich oder Triathleten dann im Speziellen, sobald du ein bisschen ambitionierter dabei bist. Ne? Also wenn du einmal die Woche laufen gehst, um nur fit zu bleiben, kann man es auch machen. Dann kann ich dir sagen, wo genau du laufen sollst. Aber wenn du, sobald du ein bisschen, wenn du dich auf einen Marathon vorbereiten möchtest, dein erster Triathlon oder so, dann trainier am besten schon mal so 3-4 Wochen. Dann hat man so diese Anfangshürden. Ne? Du kennst ja, wenn man dann anfängt. Am Anfang einmal Rad gefahren, dir tut alles weh, du brauchst eine Woche, bis du das nächste Mal wieder aufs Rad steigst. Ja. Damit man das so ein bisschen überwunden hat, diese Zeit vielleicht schon hinter sich bringt und dann kann man auf jeden Fall eine Leistungsdiagnostik machen, um dann wirklich im richtigen Bereich zu trainieren. Ja. Und wann sollte ich die machen? Also Anfang der Saison oder kurz vorm Wettkampf? Wie schwer ist die Zeit? Also wenn man es richtig machen will, theoretisch alle 3 Monate, also am Anfang, wenn du startest natürlich, und dann können wir einmal deine Base setzen und dann, wenn du ambitioniert trainierst, ne, also je nachdem, auch 3-mal die Woche würde ich schon als ambitioniert empfinden, passiert halt in 3 Monaten schon so viel, dass man sich da so viel ändert, dass man eigentlich schon wieder zurückgehen kann. Ist jetzt für einen Autonormalverbraucher relativ viel, wenn man sich das so vorstellt, alle 3 Monate hier hinzukommen. Ja. Wir haben in unserer Auswertung immer noch so ein paar Perspektiven, was wahrscheinlich in der nächsten Zeit erreicht werden kann. Mhm. Dadurch kommt man damit ganz gut klar. Einmal im Jahr ist aber Minimum. Mhm. 2 ist besser. Okay. Also, let's go. Savage in me back and I'm back and it happening, ready to blow. I remember doing it, dead from the street, they left me on my own. Mom can't ask me about how I got the fee, I called her name and mama grown. Then they're ringing off my phone, then they're ringing off my phone. Time changed but mine's made up, I ain't aged but line patience. Tried then though, light business, come close but I swear that. Went ghost with a hair pack, never boast loud in your bare white. To my condo where I bear traps for the gang. Know that they fly, know that they ride or die. I keep boys on my side, CJ ice. Never got a roll with ice. No rush, warm you dumb. Push and swarm you dumb. Peace and love, center, peace and gloves. Now you gotta do it right now. Let's take this thing higher, higher than you ever been. Stand tall like Everest. I mean higher. You ain't gotta settle in. Go places they never been. We go higher. Take it to the top, even when the ball drops. My man, we go higher. It's time to go. Let's touch this thing. Higher.
Heilige Scheiße, das war fucking mal schwer. So, und das war's mit dem Test. Es war ziemlich anstrengend, hat aber auch Spaß gemacht. Und jetzt möchte ich euch mal die Ergebnisse erläutern. Simon hat mir danach lange alles ganz genau erklärt. Und jetzt versuche ich euch mal das mitzugeben und zu erklären, was ich für mich davon mitgenommen habe. Also erstmal ein paar Facts zu mir und zu meinem Zustand, die dann ganz interessant sind, wenn man das Ganze nochmal macht. Dann hat man natürlich so einen schönen Vergleichswert. Ich habe aktuell einen Körperfettanteil von 15,6%, was auf jeden Fall mal deutlich weniger war. Aber dadurch, dass ich jetzt eine lange Pause hatte, hat sich da ein bisschen was angesetzt. Ich habe eine VO2 Max, also eine maximale Sauerstoffaufnahme von 58. Das sind 58 Milliliter pro Minute pro Kilogramm. Wieder so ein Wert, mit dem man direkt natürlich nicht so viel anfangen kann, aber der sehr schön ist, um den Zustand und um Fortschritt messbar machen zu können. Also den habe ich jetzt. Und ich habe eine Schwelle, einen FDP-Wert von 260 Watt. Das ist praktisch der Wert, den ich für eine Stunde lang treten kann, also die Leistung, die ich für eine Stunde lang aufrechterhalten kann. Und dieser Wert ist sehr interessant, um das Training dann richtig zu gestalten und in den richtigen Bereichen zu trainieren. Und wenn ich schon bei diesen Trainingszonen bin, dann kann ich euch die direkt auch einblenden, denn das habe ich auch mitbekommen. Das ist halt das, was man sehr, sehr gut damit ins Training nehmen kann und wo man dann gezielt wirklich was im Training ändern kann. Ich blende euch einfach mal diese Trainingszonen ein, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Die sind natürlich an Watt angegeben und wenn man jetzt kein Powermeter hat, dann ist das ein bisschen schwieriger. Dabei stehen auch noch die Herzfrequenz, worüber man es auch steuern kann, ist nicht so gut. Über die Watt kann man das natürlich besser messen, aber ist es nicht so, als bräuchte man da 100% jeder ein Powermeter, um gezielt trainieren zu können. Das habe ich später auch nochmal Simon gefragt. Ich habe allgemein ein sehr schönes PDF bekommen, wo ganz, ganz viele Daten drinstehen. Wie gesagt, ich glaube, super interessant ist das noch, wenn man dann einen zweiten, dritten, vierten, fünften Test macht und dann wirklich die Werte vergleichen kann. Aber auch so kann ich jetzt schon was mit ins Training mitnehmen und bin froh, dass ich es gemacht habe. Ich habe noch ein paar konkrete Fragen an Simon gehabt und da hören wir jetzt mal rein. Okay, ich habe noch ein paar konkrete Fragen. Also, was ist das Wichtigste, würdest du sagen, aus dem Test, was ich jetzt mit ins Training nehmen kann, wo ich direkt was umsetzen kann oder in meinem Training ändern kann? Dein Ziel ist Mitteldistanz. Mitteldistanz ist auch, wenn ich auf den Kalender gucke, ich gucke auf die Uhr, weil ich es auf dem Datum mache, gar nicht mehr so weit weg. Richtig. Dementsprechend wäre es vor allem die Ökonomisierung. Du hast gerade einen relativ hohen Kohlenhydratverbrauch, hohe Laktatbildungsrate, das schränkt dich sehr deutlich ein. Also blöd gesagt, mit deiner Sauerstoffaufnahme habe ich schon Leute gesehen, die deutlich über 300 Watt FDP hatten. Okay. Einfach nur, weil die Laktatbildungsrate eine andere ist. Und da das für deine Wettkampfstrecke jetzt auch gut ist, Grundlage Trainingsumfang, so viel wie geht, im lockeren Bereich fahren. Okay. Für den Wettkampf, kann ich da schon irgendwas rausziehen, in welchen Bereichen ich fahren kann oder sollte? Oder ist es dann eher das nochmal ein Test, den man dann kurz vorher machen müsste? In der Hoffnung, dass bis dahin was passiert, ja, eine Tendenz hast du natürlich. Für eine Mitteldistanz peile ich immer so den Sweetspot-Bereich an. Der Sweetspot ist ein bisschen sehr hart. Bei dir jetzt gerade 190 bis 200 Watt wäre cool, wenn wir da durchkommen. Mit unter dem Vorbehalt, dass bis dahin noch ein bisschen was passiert. Ja. Also damit du das nur mit Kohlenhydraten durchstehst. Weil im Endeffekt ist so eine Mitteldistanz nichts, wo es daran scheitert, dass du die Leistung nicht halten kannst, weil es fühlt sich eigentlich von der Leistung immer ganz okay an. Ne, also klar, das ist schon Flugkopf der Ketzer, aber es ist jetzt nicht super hart. Ja. Das Problem ist, dass du irgendwann deine Tanks geleert hast, kommst und sagst, scheiße, ich habe keine Energie mehr, die beiden sind müde, ich bin müde, ich will einfach aufhören, jetzt mich zu bewegen, aber eigentlich von der Anstrengung war es nicht so hoch. Deswegen müssen wir den Kohlenhydratverbrauch senken und das geht durch Grundlage. Ja. Jetzt habe ich kein Powermeter. Ja. Und das ist natürlich ein sehr teurer Wert, den fürs Training zu haben, was vielleicht für viele Amateurathleten schwierig ist, das umzusetzen. Was mache ich da? Also ich meine, wir haben schon darüber gesprochen, dass die Herzfrequenz auch nicht optimal ist, danach zu trainieren. Da gibt es auch ein paar Probleme. Aber sagt ihr jetzt, ich brauche unbedingt einen Powermeter, um dann gezielt zu trainieren, oder kann ich das auch irgendwie ohne schaffen? Du kannst es auch ohne schaffen. Ja, Triathlon an sich ist keine günstige Sportart, ne? Wenn wir uns allein die Preise für Fahrräder mittlerweile angucken. Aber du hast vollkommen recht. Wenn du es richtig machen willst, kostet der Parameter 1000 Euro. Ja. So. Du kannst es mit der Herzfrequenz ganz gut steuern. Vor allem Grundlage, mit dem Hintergedanken kannst du nicht zu locker fahren. Ja.
So, das heißt, halt gerade wirklich locker. Mhm. Ne? Wir haben jetzt hier eine Richtlinie vom Puls, gut, dann ist es vielleicht mal heiß und du kommst nicht unter 150, mhm. aber wenn es super locker ist, dann wird es auch passen. So, mhm. ne? Ja. Zu lockeres Training gibt es nicht. Mhm. Ich würde dir jetzt schon sagen, ne, fahr 160 Watt, damit du ruhig ein bisschen Effektivität hast. Ja. Das Einzige ist, ich kann halt deine Zeit ein bisschen effektiver nutzen, wenn mhm. du einen Powermeter hast, weil ich gezielt genau dahin komme, wo ich hin will. Bei dir ist jetzt die Spanne, die man trifft, immer ein bisschen unschärfer. Mhm. So, ne? Also wir fahren jetzt dann grob 150 Watt. Ja. Plus, minus ja. 20, 30 Watt, je nach Körpergefühl. Passt aber auch, ne? Also funktioniert auf jeden Fall, haben die an dem von 30 Jahren das alles gemacht. Und das Spezifische musst du dann tatsächlich einfach ein bisschen ausprobieren. Mhm. So, ne? Also ich kann dir jetzt sagen, 190 bis 200 Watt mhm. ist bei dir wahrscheinlich Puls um die 170, wenn es mhm. läuft. Genau, dann musst du da tatsächlich ein bisschen ausprobieren, ob du den weichsten triffst und dann einfach vielleicht mal gucken, ja. eine Stunde in der Position fahren, gucken, wie es läuft. Okay, letzte Frage. Kann ich auch irgendwas fürs Schwimmen und Laufen mitnehmen aus der Leistungsdiagnostik fürs Radfahren? man hat eine grobe Richtlinie. Ne? Mhm. Also auf jeden Fall wird sich deine Sauerstoffaufnahme in allen drei Sportarten irgendwo da okay. wiederfinden. Ja. Problem ist, Sauerstoffaufnahme hängt nicht, wie man denken könnte, vom Sauerstoff an der Lunge, mhm. sondern an der Muskulatur, die mitarbeitet. Mhm. Jetzt hast du beim Radfahren eine komplett andere Muskulatur, die arbeitet, als wenn du läufst. Ja. Das heißt, ich sag mal so, bei 80% der Leute hast du eine höhere Faustfangs beim Laufen. Mhm. Es gibt aber auch Menschen, die beim Laufen sich gar nicht so gut quälen können. Die mhm. haben da einmal eine niedrigere. Mhm. Also das ist unterschiedlich, aber der Bereich ist unscharf schon mal da, wo es geht. Okay. Stoffwechsel wird sich auch nicht ändern. Mhm. So, ne? Das heißt, du brauchst auch im Laufen die Grundlage wahrscheinlich mhm. für auch höhere Läufe. Das Coole an der Laufdiagnostik ist vor allem die Ökonomie nochmal, weil klar, die haben uns jetzt hier beim Radfahren auch schon geguckt. Mhm. Hier unterscheidet sich der Wert aber ne, in der, von 13 bis 16. Mhm. Beim Laufen, jetzt nicht erschrecken, verbraucht man generell mehr Energie und ja. Ist der Parameter auch ein bisschen anders, geht es von 180 bis 240. Okay. So, das heißt, die Spanne ist irgendwie 60 anstatt. Ja. 3. Ja. So, ne? Das heißt, an der Ökonomie können wir einfach ein bisschen mehr brauchen im Laufe. Ja. Genau. Aber ja, also die Richtung kann man festlegen. Mhm. 1:1 anwendbar ist es nicht. Und mein Schwimmen ist nochmal was ganz anderes, muss ich ehrlich zugeben, ja. weil du einfach mit deinen Armen weit kommst. Okay. Okay, Simon, dann danke ich dir. Viel Input. Das werde ich auf jeden Fall mal verarbeiten und hoffentlich im Training umsetzen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sich zu quälen. Falls ihr Lust habt, auch mal eine Leistungsdiagnostik zu machen, dann kann ich euch wirklich sehr empfehlen, ihr das bei ProAthletes in Köln zu machen. Also schaut in die Videobeschreibung, ich werde es da sicher verlinken. Vielen Dank dir. Sehr gerne. Und wir sehen uns nächste Woche im nächsten Video wieder. Macht's gut.